Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Heute geht es um ein Fahrzeug von Weinsberg, ein Van, und den wollen wir euch jetzt mal zeigen. Fangen wir natürlich vorne, technische Daten. Wir haben hier die 160 PS Maschine von Fiat, das heißt, das ist der Ducato, bekanntes Cockpit. Wir haben hier auch die Klimaanlage verbaut, das bekannte Cockpit. Ja, die Dinette, schöner Tisch, schön groß. Was wir hier nicht haben, ist nochmal eine Verlängerung, aber der Tisch ist auch ziemlich groß, er kann nach vorne und nach hinten geschoben werden. Es sitzt sich sehr bequem. Hier unten haben wir die Technik mal wieder, also Ablasshähne und auch Gas und Co. Ein schönes Fach unter der Dinette für Schuhe und alles das, was man ja auch immer parat haben muss. Tolle Beleuchtung. Wir haben hier oben noch ein Bett, dazu kommen wir dann gleich nochmal. Dann gehen wir mal weiter in die Küche. Zwei Flammen mit Piezozündung und ein, ich würde sagen, also Waschbecken ist ausreichend. Was ich gut finde, ist auf jeden Fall, dass der Wasserhahn hier drin ist. Das heißt, wenn man es mal vergisst oder sowas, dann geht der gleich automatisch wieder mit runter. Dann haben wir natürlich die Anlage hier. Wir haben hier auch wieder eine Truma mit iNet, also das heißt mit App-Anbindung. Steckdosen haben wir hier, 12 Volt und 230 Volt. Schalter dazu, ein hoher Kühlschrank mit einem Gefrierfach auch dabei und auch Gemüse- und Obstkisten. Dann haben wir Schubladen, also Bestecke und so weiter. Man darf halt nur, so tief sind sie nicht, also das heißt, hier oben ist ja die Küche verbaut, also das heißt, sie sind halt dann nur zur Hälfte. Aber für Bestecke reicht das auf jeden Fall aus. Darunter haben wir für Töpfe und Teller. Und darunter ist dann eine Klappe noch. Hier kann man noch diverse Sachen reinpacken, wie Getränke und so weiter. Vorräte. Ja, schauen wir mal hier in das Badezimmer. Doch recht großzügig, vor allen Dingen für Marcel auch sehr hoch. Also wirklich gut. Von der Toilette her astrein. Ein Waschbecken. Das ist gleichzeitig auch die Dusche. Die wird oben eingehängt. Wir haben hier Fächer für Shampoo und für Gläser und so weiter. Und natürlich haben wir hier auch ein Fenster. Was ich auch gut finde, ist, man kann sich hier noch eine Ablage schaffen. Also das heißt, man kann das Ganze nochmal verlängern. Und dieses hier, dieses Fach ist dann, wenn es zugeklappt ist, auch gleichzeitig mit abgedeckt. Haken zum Aufhängen von Handtüchern. Schönes Fahrzeug. So, dann schauen wir mal hier oben. Auch nochmal zwei Fächer, wo man nochmal Gewürze reinpacken kann. Und hier noch diverse andere Sachen. Vielleicht Weingläser. Dann haben wir das Bett. Handelt sich hier um... Achso, hier unten ist auch noch ein Schrank. Den habe ich ganz gar nicht gesehen. Hier hat man dann auch noch eine Kleiderstange drin. Also hier kann man dann nochmal ein paar Hemden aufhängen. Ja, ein Bett. Wir haben hier das Querbett. Wir haben 1,96 Meter war es. Marcel hat vorhin ja Probe gelegen, beziehungsweise das zeigt euch Marcel dann gleich nochmal. Wie immer legt der Marcel sich mal wieder schlafen. Wie sieht's denn aus? Ja, die Haare kommen direkt hier dran. Ich habe nicht, also wirklich Beinfreiheit habe ich nicht, aber das würde theoretisch gehen, denn ich werde ja kleiner wieder mal. Also. Weil sonst. Ja, wieder, das ist schön aus. Also weich, also man stößt sich da den Kopf nicht an. Hier haben wir schön große Fächer, also die sind wirklich sehr groß. Schön gemacht. Und was ich auch gut finde, ist. Die Scharniere hinten sind nicht sichtbar. Auch wenn kein Fach da ist, das ist nicht schlimm, aber die Scharniere sind nicht sichtbar, also sehr schön. Zur anderen Seite das gleiche, schön große Fächer. Und hier unter kann man dann nochmal ein Handy ablegen oder irgendwas anderes. Licht ist da drunter noch und hinten haben wir auch nochmal Lautsprecher, falls man im Bett noch Musik hören möchte.
So, was jetzt hier an der Ecke noch ist, das ist auch ganz interessant, ist nämlich eine Leiter. Und wo diese Leiter hinführt, das zeigen wir. Also, was man hier jetzt auch sieht, ist, dafür braucht man nämlich die Leiter. Wenn man das Bett runterklappt, hat man hier nochmal ein vollwertiges Bett. Das gibt es optional, aber auch ohne Bett, sodass man vorne auch direkt das Lüftungsfenster hat und ja, genau, noch ein bisschen mehr Luft verschaffen kann. Ist leicht zu bedienen, also ist optimal. Was ich auch wieder sehr gut finde hier, die Gasflaschen. Wieder von hinten ran, also annehmbar sozusagen für zwei Gasflaschen. Also wir haben hier wieder die Truma Gasheizung, die gibt es aber auch, glaube ich, als Diesel. Das dürfte hier nicht das Problem sein. Lattenroste und an sich ein toller, großer Keller. Das Ganze ist auch hochklappbar und hinten, hier hinten ist noch die Klappe rausnehmbar. Das heißt, dass man zumindest nach vorne durchladen kann. Licht ist, wenn Strom drauf wäre, auch würde es funktionieren, natürlich. Und hier haben wir noch ein Fach, was dann nach oben aufgeht. Gucken wir mal rein. Da haben wir nämlich noch die Batterie dort drin und noch Ablageflächen für diverse, ja, diverse Utensilien, die man noch so mal nicht sofort dran muss. Man darf einzig vergessen, an dieses Ablagefach kommt man natürlich von oben auch noch dran. Also das heißt, unter der Matratze hat man dann noch mal die Möglichkeit, an dieses Fach ranzukommen und ja, an den Keller halt. Alle Fenster haben wieder Fliegengitter und auch die Verdunklung. Also ja, sehr schön. Fazit zu diesem Fahrzeug, gute Qualität wirklich. Ist ein schönes Fahrzeug, also viel Stauflächen, große Stauflächen vor allen Dingen. Gut, in diesem Fahrzeug ist ein zweites Bett mit drin, das heißt, ja, man hat sozusagen hier nochmal ein bisschen mehr Betten, die man halt dann noch nutzen kann. Und ja, diese Leuchten, die sind auch ganz nett, also das heißt, mit Touch bedienbar, schöne Sache, ja. So, das Große und Ganze ist ein schönes Fahrzeug.